sagst du nicht so laut. Thank you.
Vollgas. Alte Welt. Denkst du auch, hier ist genau mit dem Tempo. Also, okay, so die Socke weg. Ich gebe Ihnen.
aber in echt? Ja. Ja. Und ja, dann kann ich fahren, wenn der Leine auch lang. Ja. Der kleine Semisha. Hast du mit? Ja, ich habe dabei. Der Stefan ist ganz happy. Ja, ja. Der Laura, der Stefan war irgendwie unterwegs. Und dann ja, ich glaube, das war jetzt besser wie da, wo so letzte Woche. Ja, ja, ja. Ja, sie hat gesagt, dass halt gar keine ganz kleine da waren. Und jetzt ist halt perfekt, wenn der noch da für nichts vorkommt. Gabi kommt mit der dann mal vorbei. Gabi hat noch nie einen Mund gehabt. Da muss ich mal gucken. Okay. Bin ich gespannt, was er so sagt. Und die Luna ist auch ein bisschen eher so Richtung Jascha schon gesehen. Okay. Ja, die, es ist noch mal einer da, also nicht von euch, aber noch mal einer. Aus dem Kleinen? Ja. 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 Und also er ist schon ein bisschen größer wie die, obwohl sie gleich alt sind. Also sie haben gesagt, schon Mini, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht größer ist. Aber ja, die haben süß miteinander gespielt. Das ist schön. Ja, die freut sich halt. Also Mensch. Hund ist eher noch. Ich gehe mal zwischen mit den Beinen. Ist das so? Ja. Am Anfang ist sie aber auch nur zwischen Beinen und jetzt langsam, wenn sie da sitzt sie nur ganz gut und dann geht sie aber auch zu dir. Das klappt jetzt auch okay. Echt gut. Und unsere Schnuppern und dann. Training. So, Mac, jetzt ist er frei. Ja, ich weiß. Sie kommen, ich klatsche schon an. Ja, sind schon viel voll. Man muss auch mal schwer jetzt auch mal irgendwie schon mal ein Video über das machen. Ne? Ja. Ich habe jetzt gedacht, Kathi war jetzt auch noch mal auf. Ich denke mal, noch nicht. Was geht da so gar nicht? Ja, ich habe nämlich auch gedacht, weil wahrscheinlich ist Standtraining so. Ah ja, da auf jeden Fall und da auf jeden Fall, weil Samstag zum Beispiel ist immer schwieriger. Sonntags geht es dann, aber. Ich glaube auch im Roland. Ja, mit dem Jora. Ich sage wahrscheinlich, die können wir wahrscheinlich alle schon. Ich habe mir gedacht, 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 ich hab
Also das heißt, schaffen, hilft. Da müssen wir jetzt irgendwann die Frage stellen. Naja, kurz sage ich zum Schluss, die war halt recht schnell fertig. War richtig schön, eine Ruhe, keine ordentliche Teigpunkt, kein Ablauf, keine Einstimmung, keine Eugen. Wenn wieder mal groß müssen, auch mehr gehst, die Wirtschaft in 5 Meiner, dann kann ich mal laufen. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Sonst sagt der Ambo, ich werde auch mal gern bloß weg reiten und kutschen. Ich muss immer einen Stall machen. Ja, ist die weg, Alter. So, wir haben Katalog Nummer 15, Maiglöckchen, beim Anspannen am schweren Zug am Schlitten ruhig gestehen, ruhiger, gleichmäßiger Anzug, auch in den Hals war sie sehr ruhig gestanden, geradlinig im Zug stehen geblieben. In der Arbeitswilligkeit haben wir einmal ein kurzes Stoppen verzeichnet, aber ansonsten trotzdem sehr fleißig mit genügend Eigendynamik, die Stute. In der Rückemanier, das Tempo vielleicht nicht immer ganz gleichmäßig, nicht immer ganz geregelt, im Schritt tendenziell eher etwas gebunden in der Vorhand. Im Stamm auch hier wieder ruhiges Stehen, ruhiges Anziehen, auch in der Nervenstärke war sie soweit gelassen, mit genügend innerer Losgelassenheit. In der Rückemanier zeigt sie sich soweit konzentriert und auch leicht an der Hand, sicher den Hilfen folgend. Im Schritt geregelt, jedoch wiederum etwas gebunden in der Vorhand. Dann haben wir noch hier gehabt gerade die Zeit. Die gebrauchte Zeit war für das Maiglöckchen 12:15. Und hier haben wir dann jetzt die Orchidea Fonda. Ihre gebrauchte Zeit 11:38. Auch sie war sehr ruhig gestanden beim Anspannen am Schlitten. Und auch der Anzug, schon der erste Anzug, sehr geradlinig, auch die weiteren Hals sehr sicher gestanden, immer im Zug und ausbalanciert und dann auch sehr geradlinig im Anzug. In der Zugmanier zeigt sie gute Lastaufnahme, gute Kraftübertragung über den Rücken, aus der Hinterhand, über den Rücken bis nach vorne zur Schulter. Im Schritt präsentiert sie sich fleißig mit gutem Raumgriff. Beim Stamm hier, auch hier sehr ruhig gestanden,
ausbalanciert, aufmerksam, in der Nervenstärke absolut gelassen, trotzdessen sehr aufmerksam, in der Rückenmanier mit guter Selbsthaltung und auch leicht an der Hand hier sich präsentieren und im Schritt auch hier wiederum mit gutem Raumgriff. Und wie gesagt, ihre Zeit im schweren Zug war 11:38.